Angemeldete Pegida-Demo muss verlegt werden. Die angemeldete Pegida-Demo für Anfang Mai sorgt für Probleme und muss somit verlegt werden. Am 5. Mai wollen bis zu 600 Anhänger der islamfeindlichen Bewegung auf dem Duisburger Bahnhofsvorplatz demonstrieren. Die Stadt Duisburg plant aber zur gleichen Zeit und am gleichen Tag mehrere Aktionen zum Tag der Städtebauförderung. Die Polizei sucht aus diesem Grund jetzt einen anderen Ort, an dem die Pegida-Demo stattfinden kann. Duisburger Umsetzung des Landesförderprogramms Komm an. Das noch von der rot-grünen Landesregierung aufgelegte Förderprogramm Komm an wurde jetzt für das Jahr 2018 verlängert. Somit erhält die Stadt Duisburg über 180.000 Euro für die Integration geflüchteter und neu zugewanderter Menschen in unsere Region. Die Grünen freuen sich über die Umsetzung. Die Stadt Duisburg zeige durch die bevorzugte Verteilung der Mittel an ehrenamtliche Projekte, wie hoch sie die kleinen, niederschwelligen Angebote einschätzt. Die Vielfalt von Anbietern und Projekten sorge dafür, dass sich alle Migrantinnen und Migranten angesprochen fühlen können. So Meli Keser, integrationspolitischer Sprecher der Grünen Ratsfraktion. Sie hoffe sehr, dass das Projekt auch über 2018 hinaus verlängert wird. Integration sei ein langsamer, zeitintensiver Prozess. Dem sollte die Landesregierung Rechnung tragen. Neues Selbsthilfenetz zur Verbesserung von Atemwegserkrankungen. Hilfe zur Selbsthilfe, so lautet das Motto des Bethanien-Krankenhauses in Moers. Dort wurde am 23. April ein Selbsthilfenetz für Menschen mit Atemwegserkrankungen vorgestellt. Die Selbsthilfegruppen sind offizielle Kooperationspartner der ganzheitlichen Betreuung, neben speziell ausgebildeten Fachkräften. Die Selbsthilfe soll den Betroffenen helfen, besser mit ihrer Erkrankung umgehen zu können. Dazu helfen die Erfahrungen anderer und eigene Erlebnisse zu teilen. Weil die Lungenerkrankungen zu den wenigen Erkrankungen überhaupt in allen Industrienationen gehören, die zunimmt. Leider nimmt ja sogar die schlimmste von allen Lungenerkrankungen, nämlich der Lungenkrebs, nimmt zu. Aber wir reden hier vor allem vom Asthma und der sogenannten COPD. COPD heißt chronisch obstruktive Bronchitis, ist also die chronische Bronchitis mit oder ohne einem Lungenemphysem. An Asthma leiden im Kindesalter etwa 10%, im Erwachsenenalter etwas weniger, vielleicht 7-8%. Und an einer COPD, die relevant ist, leiden auch deutlich über 10% aller Deutschen. Studien zeigen, dass dies zum Patientenwohl beiträgt und die Lebensdauer verlängern kann. Damit dient das Moerser Selbsthilfenetz in seinem 20-jährigen Bestehen als Vorbild für Lungenkliniken landesweit. Waldbrandgefahr gestiegen. Durch die heißen Temperaturen der letzten Tage ist die Waldbrandgefahr bei uns im Ruhrgebiet gestiegen. Die Förster aus Duisburg bitten darum, vorsichtig zu sein. Bis Oktober ist das Rauchen in unseren Wäldern verboten. Auch offenes Feuer oder Grillen ist nicht erlaubt, außer an dafür vorgesehenen Plätzen. Ideenwettbewerb zur Duisburger Innenstadt gut angelaufen. Der Ideenwettbewerb zur Entwicklung der Duisburger Innenstadt ist gut angelaufen. Die Initiative Ja zu Duisburg sammelt seit einigen Tagen per E-Mail und über Facebook kreative Vorschläge, wie die Innenstadt attraktiver und auch ein Magnet für Besucher von außerhalb werden kann. Der Sprecher der Initiative, Frank Oberpichler, freut sich über die bisherigen Ergebnisse. Die Ideen sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt in verschiedenen Arbeitsgruppen zur Innenstadtentwicklung vorgestellt werden. Der Wettbewerb läuft noch bis zum 25. April. Tag der Trinkhallen. Am 25. August 2018 findet im gesamten Ruhrgebiet der Tag der Trinkhallen statt. Nach einem Jahr Pause gibt es in diesem Jahr wieder Programm an 50 ausgewählten Buden. Neu sind in diesem Jahr die Themen Fußball und Filmbuden. An den Filmbuden werden private Videos aus dem Familienarchiv gezeigt, die über 800 Leute eingeschickt haben. In Duisburg gibt es in diesem Jahr 6 Programmbuden. Eine davon ist das Bütchen. Vor 2 Jahren, beim ersten Tag der Trinkhallen, da hatte ich eine Trinkhalle in Mülheim und da hat das sehr gut angeschlagen und ich habe gesehen, wie toll das war für die Kundschaft, für uns selber und war ein sehr, sehr lustiger Tag und deswegen wollte ich das jetzt nochmal für meine Trinkhalle in Duisburg auch so gestalten. Auch Rosita Zaubi ist mit Rosis Stübchen, wie auch schon 2016, vertreten. Sie macht aus einem ganz bestimmten Hintergrund mit. Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit mit der Nachbarschaft.
Das hat mich dazu bewogen. Und dass die Leute und dieses Ganze wieder mal kennenlernen. Und weil diese Bütchen sterben ja leider so langsam aus. Und jeder sollte sich eigentlich mal so bewerben, damit er auch weiß, wie viele Leute noch in der Nachbarschaft diese Bütchen mögen. In diesem Jahr verteilen sich die teilnehmenden Trinkhallen noch weiter über das gesamte Ruhrgebiet. Denn viele Hallen sollen mit dem Fahrrad erreichbar sein. Auch geführte Touren sind in der Planung. Spatenstich für Sechseen-Wedau im Mai geplant. Das Immobilienunternehmen GEBAG will mit zwei großen Bauprojekten weiter vorankommen. Im Mai starten die ersten Vorarbeiten für das Projekt Sechseen-Wedau. Der erste Spatenstich ist schon für den 24. Mai angesetzt. Nächstes Jahr soll sich dann auch auf dem Gelände des Mercator-Quartiers in der Stadtmitte etwas tun. Anfang 2019 sollen auf der Brache gegenüber vom Rathaus beispielsweise Leitungen verlegt werden. Regionale Ausbildungskonferenz. Rund 3.500 freie Ausbildungsstellen. Die Mitglieder der regionalen Ausbildungskonferenz weisen Bewerberinnen und Bewerber darauf hin, dass in der Stadt Duisburg und den Kreisen Kleve und Wesel rund 3.500 Ausbildungsstellen unbesetzt sind. Die regionale Ausbildungskonferenz appelliert zudem an die Bewerber, die aktuell eine Ausbildungsstelle suchen, die Angebote zur Berufsberatung und zur Vermittlung intensiv zu nutzen. Ziel der Konferenzmitglieder ist es, Angebot und Nachfrage auf dem regionalen Ausbildungsmarkt zusammenzuführen. Außerdem appelliert die regionale Ausbildungskonferenz an die Betriebe, den Arbeitsagenturen und Jobcentern offene Ausbildungsstellen zu melden, da jede gemeldete Lehrstelle zählt. Bewerber finden noch unbesetzte Ausbildungsstellen auf den Internetseiten der Agentur für Arbeit und der Niederrheinischen IHK. Technik garantiert nicht gute Arbeit. Das Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen hat in einem internationalen Forschungsprojekt untersucht, inwieweit die Digitalisierung unsere Arbeitswelt verändert. Dabei werden nicht nur Technik, sondern auch wirtschaftliche und soziale Faktoren untersucht. So beispielsweise, wie sich Innovationen, Beschäftigungen und Arbeitsplatzqualität wechselseitig beeinflussen. Herausgefunden wurde bisher, dass innovative Betriebe mehr schaffen und stabile Arbeitsplätze aufweisen als ihre traditionell aufgestellten Mitbewerber, so das Ergebnis der Auswertung. Davon profitieren allerdings vor allem qualifizierte Arbeitskräfte. Die Zahl gering qualifizierter Beschäftigter geht zurück. Heute begann der Tag in Duisburg mit vereinzelten Wolken am Himmel. Im späteren Verlauf zeigte sich ab und an die Sonne. Das Thermometer erreichte 12 bis 18 Grad. Morgen überwiegen dann leider die Wolken über Duisburg und das bleibt dann auch so den ganzen Tag, bei Werten zwischen 14 und 16 Grad. Der Mittwoch zeigt sich leider auch nicht besser. Am Mittag überwiegt eine dichte Wolkendecke, es bleibt aber trocken bei 12 bis 15 Grad. Der Donnerstag beschert uns einen Mix aus Sonne und Wolken. Bis zum Nachmittag muss aber auch vereinzelt mit Regen gerechnet werden, bei 8 bis 13 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Achtung Autofahrer, seien Sie gewarnt, es wird geblitzt im Stadtgebiet. Einmal auf der Bergstraße in Untermeiderich und auf der Lehrerstraße in Neumühl. Achten Sie hier also besonders auf die Geschwindigkeit. Außerdem behindern Baustellen die freie Fahrt. In Walsum werden Straßenbaumaßnahmen in der Herzogstraße durchgeführt. Wegen Straßenbauarbeiten ist die Herzogstraße gesperrt. Im Bereich der Herzogstraße, Oswaldstraße und Steinstraße wird die Herzogstraße bis zur Friedrich-Ebert-Straße saniert. Der Straßenbelag, die Gehwege und die Grünstreifen werden erneuert. Die Herzogstraße ist hier zur Einbahnstraße umfunktioniert in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Die Straßenbaumaßnahme dauert noch voraussichtlich bis August 2018 an. Und eine weitere Baustelle befindet sich in Huckingen. Hier werden an der Mündelheimer Straße Straßenbauarbeiten nach einer Kanalerneuerung durchgeführt. Die Straßenbauarbeiten gehen noch voraussichtlich bis zum 23. November 2018. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt. Kommen Sie gut in die neue Woche.